Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer oder einem neuen Gerichtsfall hier in Ace Attorney Phoenix Wright. Ja, unsere gute Chefin ist in der letzten Folge leider ermordet worden und ihre Schwester wird unschuldigerweise, zumindest werden wir das beweisen, als die Mörderin gehandhabt und ist jetzt im Gefängnis. Und wir werden sie aber jetzt gleich im Gefängnis besuchen. Deshalb geht's jetzt weiter. 6. September, 7.07 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Oje, sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Oh, Sie sind's, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Selbstverständlich. Das Wichtigste zuerst. Ich muntere Sie besser auf. Ja klar, natürlich. Kopf hoch. Wirklich? Oh je, habe ich was Falsches gesagt? Sie sieht sehr traurig aus. Trauriger als zuvor aus. Was ist denn mit Ihnen los? Glauben Sie nicht, dass ich es schaffe? Nein, niemand wird es schaffen. Wer würde mir denn glauben? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden. Sie sah mich an, als hätte ich es getan. Habe ich sie so angeschaut? Nein! Ich hab nie geglaubt, dass sie... Schon gut. Ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hat mein Juniorpartner seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist es gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich, ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die Bösen das Fürchten lernen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist ein bisschen Erfahrung. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehen sollte, ich je in Schwierigkeit geraten. Ich weiß nicht, Maya. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm noch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Oh, das sind natürlich aufbauende Worte. Das hat sie gesagt. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die Mia das angetan hat. Ich weiß. Untersuchen wir erstmal. Achso, da kann man nur den Raum untersuchen, okay. Dieser Wachmann überwacht den Besucherraum. Er hat sich noch kein bisschen bewegt. Ein echter Profi. Liegt vielleicht auch daran, dass er ein Standbild ist. Eine Kamera. Bitte lächeln. Okay, ich glaube, sonst ist hier nichts drin. Nein, okay. Können wir wieder zurück. Entschuldigung, das ist zurück. Reden. Mit Maya über Maya reden. Gibt es noch etwas, das ich Sie fragen wollte? Ja. Was hat es mit Ihrer Kleidung auf sich? Ach, die. Das ist die typische Kleidung von uns Akolyten. Eine Uniform, könnte man sagen. Akolyten? Leute in religiöser Ausbildung? Was genau hat das mit Ihnen zu tun? Och, das ist nichts Besonderes. Ich bin ein Medium. In der Ausbildung, sozusagen. Medium? Bei mir würde das etwas Besonderes, als Besonderes gelten. Tag des Mordes. Können Sie mir Näheres vom Tag des Mordes sagen? Ja. Mal sehen. An dem Morgen hat mich meine Schwester angerufen. Sie bat mich, ein Beweisstück für ihren Prozess aufzubewahren. Ein Beweisstück? Ja, eine Uhr, die aussieht wie der Denker. Die Larry gemacht hat. Wie kam denn ein Beweisstück in einen Prozess? Wie kann die denn ein Beweisstück in einen Prozess sein? Ja, richtig. Sie hat da was erwähnt. Jetzt weiß ich's wieder. Wollen Sie es von ihr selbst hören? Von ihr selbst? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gespräch noch auf meinem Handy ist. Sie haben es aufgenommen? Ja,
Ich habe vergessen, wie man solche Sachen löscht. Ihr Handy. Sie sagen, Sie hätten Ihr Gespräch mit Ihrer Schwester auf Ihrem Handy aufgezeichnet? Kann ich es mal hören? Einverstanden. Oh, da fällt mir ein, dass dieser Kommissar mein Handy mitgenommen hat. Tut mir leid. Oh, ja. Natürlich hat er das mitgenommen. Wenn ich Inspektor Gumshoe das nächste Mal treffe, frage ich ihn danach. Ich schreibe Ihnen eine kleine Notiz, damit Sie das nicht vergessen, okay? Ja, sicher. Danke. Mayas Notiz. Auf mein Handy ist ein aufgezeichnetes Gespräch mit meiner Schwester. Ein Gerichtsakte hinzugefügt. Und jetzt noch, was ist ein Medium? Also, Sie sind eine Akolytin. Ein Medium in der Ausbildung. Habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Die Frauen der Familie Fay waren schon immer sehr mit der Geisterwelt verbunden. Moment mal. Sie sagen Familie Fay? Also hat Mia auch damit zu tun? Natürlich. Sie verließ den Berg, um ihre Karriere zu folgen, wie sie sagte. Ihre Kräfte waren ebenfalls hervorragend. Das wusste ich nicht. Warten Sie. Was ist denn? Sie sind also ein richtiges Medium mit übernatürlicher Wahrnehmung alledem? Ja, aber in der Ausbildung. Nun, dann können Sie doch mit Mias Geist Kontakt aufnehmen, oder? Dann können wir Sie einfach fragen, wer sie getötet hat. Entschuldigung. Ich bin noch in der Ausbildung. Auf diesem Niveau kann ich noch nichts machen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, stimmt was nicht? Ich frage mich nur, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Das ist die Adresse eines berühmten Anwalts. Meine Schwester hat sie mir vor langer Zeit gegeben. Sie hat gesagt, dass ich ihn anrufen soll, falls ich jemals in Schwierigkeiten gerate. Und nun, ich stecke in Schwierigkeiten. Können Sie ihn vielleicht fragen, ob er mich vertreten könnte? Natürlich. Klar, wieso nicht? Ich werde ihn fragen. Ist auch besser, wenn jemand, der mehr Erfahrung hat, sie vertritt. Vielen Dank. Ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Und was ist mit mir? Was ist mit Ihren Eltern? Das natürlich auch. Ich verstehe. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Vielen Dank. Die Verhandlung ist morgen um 10 Uhr. Was? Morgen schon? Morgen. Was ist, wenn dieser Typ ablehnt? Sie sagen, wenn ich niemanden finde, wählt der Staat einen Verteidiger für mich. Bis wann haben Sie Zeit dafür? Bis heute Nachmittag, 16 Uhr. Und die Besuchszeit ist fast vorbei. Ich sollte mich beeilen. Gut, ich bin bald wieder da. Tag des Mordes nochmal ganz kurz. Können Sie mir vom Tag des Mordes erzählen? Tut mir leid, ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss. Nein, das ist schon in Ordnung. In den letzten Stunden habe ich nichts anderes getan, als darüber zu reden. Ich habe mich daran gewöhnt. Mal sehen. An dem Morgen rief ich meine Schwester an, das haben wir schon erfahren. Sie bat mich, ein Beweisstück für einen ihrer Prozesse aufzubewahren. Das ist die Uhr der Denker, die Lehre gemacht hat, genau. Das macht es fast schon zu einem Serienmord. Wann sind Sie im Büro angekommen? Das war so gegen 21 Uhr. Die Lichter waren aus und es roch nach Blut. Dann habe ich sie gefunden, meine Schwester. Halb entblößt. Danke, Maya. Das ist alles, was ich im Moment von Ihnen hören wollte. Okay, damit kommen wir hier zurück. Wir können auch was präsentieren. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Ich wollte Sie noch bezüglich der Mordwaffe fragen. Arme Schwesterherz. Vielleicht frage ich jetzt nicht danach. Machen wir nochmal mit dem Namen hier. Erinnern Sie sich an diese Quittung? Sie meinen die mit meinem Namen drauf? Haben Sie eine Ahnung, warum sie... Absolut nicht. Vertrauen Sie mir? Ich vertraue Ihnen. Ich vertraue Ihnen. Warum? Denken Sie nicht auch, dass ich es war? Nein. Es ist nur also ein Gefühl, aber... Dieser Inspektor denkt, ich war es. Hier, ich bin übrigens auch Anwalt. Entschuldigen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, dann
können wir nicht beweisen, dass wir ein guter Anwalt sind. Wir bewegen uns. Und wir gehen jetzt zur Anwaltskanzlei Crossberg und werden da nachfragen, ob wir den Anwalt als Vertretung kriegen. 6. September, Anwaltskanzlei Crossberg. Die Vorzimmerdame sagte, der Chef sei außer Haus. Sie konnte mir nicht sagen, wann er wiederkommt. Es ist bestimmt nicht leicht, sich um alles zu kümmern, wenn man ein berühmter Anwalt ist. Nicht zu vergessen, den Aufwand einer solchen Kanzlei zu unterhalten. Ich schätze, ich sollte einfach später wiederkommen. Können wir trotzdem mal untersuchen? Dieses Bild hat mich vom ersten Moment an gestört, als ich das Büro betrat. Die Ölfarbe ist so dick aufgetragen, dass ich fast keine Luft kriege. Ich schätze, bei seinem Wert bleibt einem auch die Luft weg. Da haben wir noch was. Teuer aussehende Regale aus Mahagoni, voller teurer aussehender Bücher. Komisch. Die sehen nicht aus, als wären sie je gelesen worden. Eine teure Topfpflanze. Keine Ahnung, was für eine, aber wahrscheinlich die teuerste, die es gibt. Ein Tisch für Klienten. Ein elegantes Ebenholz-Etui und, wenn ich mich nicht irre, ein Feuerzeug aus massivem Gold. Man könnte sagen, hier hat jemand zu viel Geld. Ein solider Schreibtisch aus Mahagoni. Das aufpolierte Holz weist einen tiefen Glanz auf. Okay, ich glaube, wir müssen zurück und Maya sagen, dass wir sie vertreten müssen. Bewegen. Ab zur Strafanstalt. Hallo! Was gibt's Neues? Haben Sie den Anwalt getroffen? Tut mir leid. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Ich verstehe. Ich werde besser diesen Staranwalt auftreiben, von dem sie sprach. Okay, wir gehen also wieder zur Anwaltskanzlei. Crossberg, irgendwo muss er ja sein. Untersuchen. Irgendwas haben wir noch untersucht. Müssen wir noch untersuchen. Den Tisch haben wir, das haben wir. Den Stuhl gibt's nicht. Schrank, nein. Wir haben doch, glaube ich, alles, oder? Irgendwas übersehe ich jetzt gerade. Ein solider Schreibtisch aus Mahagoni. Das aufpolierte Holz weist einen tiefen Glanz auf. Okay, wir können mal was anderes machen. Escape. Gerichtsakte. Auf meinem Handy. Nee, okay, das ist das Falsche. Profile haben wir auch noch nichts. Okay, wo finden wir jetzt den Anwalt? Okay, wir können jetzt einmal mal ganz kurz zu uns selbst zurückgehen. Bewegen. Und wir bewegen uns zu unserer Anwaltskanzlei. 6. September. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Das Büro wimmelt von Polizisten. Alle suchen fleißig nach Spuren. Hey, sieh doch! Das ist ein Tatort, Freundchen. Betreten verboten. Entschuldigung. Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Warten Sie. Sie sind dieser Butz, nicht wahr? Nein. Phoenix White. Ach, wie kann man mich nur mit Larry verwechseln? Ah, ich schätze, ich habe den Namen verwechselt. Herr Wright. Tut mir leid. Dieser Butz, das war ein Mörder. Und Sie sind kein Mörder, stimmt's? Seine Unschuld wurde bewiesen. Genau. Und Sie sind... Sie sind doch Inspektor Gumshoe, nicht wahr? Gumshoe, richtig. Dick Gumshoe, nicht wahr? Richtig, zu Ihrem Diensten. Moment mal, für Sie immer noch Inspektor Gumshoe. Wie dem auch sei, Vorsicht mit meinem Namen. Und bilden Sie sich ja nicht ein, mich Dick zu nennen zu dürfen. Hey, Dick, komm mal rüber. Jawohl. Bin gleich wieder da. Sie sind Ihr Anwalt, richtig, Freundchen? Wenn Sie hier was zu erledigen haben, machen Sie es besser schnell. Mann, er denkt, ich bin Mayas Anwalt. Reden wir aber erstmal mit ihm. Mia. Was Frau Frey betrifft, haben Sie eine Autopsie angeordnet? Sie möchten wohl gern die Ergebnisse sehen, oder? Schauen Sie mich bloß nicht so an, mein Bester. Das bringt gar nichts. Sie war vielleicht Ihr Boss, deshalb bekommen Sie aber keine Sonderbehandlung. Ja, also gut. Sie können den Bericht sehen, aber mehr nicht. Mias Autopsiebericht. Mordzeit
5.9., 21 Uhr. Todesursache, eine Kopfwunde. Sofortiger Tod. Autopsiebericht zur Gerichtsverhandlung. Okay. Und zu Maya? Wegen Maya. Oh ja, ich freue mich schon auf den Prozess. tut mir leid, mein Bester, aber diesen Prozess werden Sie nicht gewinnen. Warum sagen Sie das? Die Stadt hat Staatsanwalt Ashworth die Anklage übertragen. Ashworth? Sie wissen sicherlich, was das bedeutet. Sie sind ja selbst Anwalt. Ashworth? Staatsanwalt Ashworth. Genau der, mein Bester. Herr Miles Ashworth, höchstpersönlich. Moment mal, Sie kennen ihn doch, oder? Natürlich. Ich kenne ihn. Gefürchteter Staatsanwalt. Kennt weder Schmerz noch Gewissensbisse. Er wird nicht eher ruhen, bis das Urteil schuldig lautet. Hä? Reden Sie nicht so über ihn. Es klingt ja, als wäre er ein Unmensch. Trotzdem fürchte ich, dass der Fall somit weitgehend entschieden ist. So, Edgeworth ist mit von der Partie. Er hat keinen Fall verloren, seit er mit gerade mal 20 Staatsanwalt wurde. Es gibt natürlich Gerüchte über dunkle Abmachungen und gefälschte Beweise. Sicher ist nur eins, sein auffallend leidenschaftlicher Hass gegen Verbrechen. Ich hätte nicht gedacht, ihn schon so schnell gegenüberzustehen. Okay, wir sind hier fertig. Bewegen. Nein, nicht bewegen, Entschuldigung. Untersuchen wollen wir. Mias Lieblingstopfpflanze. Ich weiß noch, sie hatte einen komischen Namen, den sich niemand merken konnte. Cordeline Stricta, mein Bester! Wer war das denn? Mias Schreibtisch. In perfekter Ordnung, wie immer. Das Einzige, was fehlt, ist Mia. Der Himmel ist blau. Meine Launen könnten auch ein paar Drinks vertragen. Direkt gegenüber ist ein Hotel. Ein altes Filmplakat. Das war anscheinend der erste Film, bei dem Mia weinen musste. Ich muss ihn mir bald mal ansehen. Da sind entsetzlich viele juristische Bücher drin. Noch erschreckender ist, dass Mia wohl alle gelesen hat. Okay. Bewegen? Nein. Untersuchen? Haben wir schon alles? Können wir jetzt nichts mehr machen? Okay, dann gehen wir... Reden. Nein, haben wir auch schon alles? Präsentieren? Mias Notizen auf... Ja, das präsentieren wir ihm mal. Ich frage mich, haben Sie vielleicht Mias Face Handy gesehen? Ach das, das habe ich. Könnten Sie es vielleicht zurückgeben? Was meinen Sie? Klar, Moment mal, Junge. Raffinierter Anwalt. Oh, er hat mich erwischt. Sag's direkt. Wenn ich ihm sage, warum ich es brauche, werde ich es niemals bekommen. Stimmt was nicht? Nein, nur... Sie wissen schon, Inspektor. Nö, ich weiß gar nichts, Junge. Im Handy sind viele Nummern, zum Beispiel die von Ihrem Freund. So ein Handy enthält alle kleinen und großen Geheimnisse eines Mädchens. Sie versuchen mich zu verwirren. Tut mir leid, Junge. Ich habe schon alle gespeicherten Nummern überprüft. Beeindruckend. Sie haben es ja ziemlich drauf, Inspektor. Ja, oh ja, hier. Sie können das Telefon zurückhaben. Das war ja eh keine verdächtige Anruf drauf. Scheinbar hat er das aufgezeichnete Gespräch nicht bemerkt. Okay, wir haben Mayas Handy erhalten. Mit einem Gespräch zwischen der Chefin und Maya. Gehen Sie in die Gerichtsakten, um das aufgezeichnete Gespräch anzuhören. Schätze, ich habe alles gefragt, was ich wissen muss. War's das, Freundchen? Ja, vielen Dank noch. Ich verschwinde jetzt lieber. Oh, warten Sie. Ich möchte Ihnen noch eines sagen. Ich nehme nicht an, dass Sie mit dieser Zeugin reden wollen. Das lassen Sie jedenfalls besser bleiben. Sie werden mir mit Ihren Anwaltsmethoden nicht die Zeugin beeinflussen, Junge. Jetzt, wo ich daran denke, die hatte ich ja total vergessen. Die Zeugin. Ja, Frau April May. Tut mir echt leid, aber ich kann Ihnen nichts über sie erzählen.
Gut, Sie haben mir gerade den Namen verraten. Frau May, nicht wahr? Sie haben sie also schon nach Hause geschickt? Ah, jetzt probieren Sie es also bei mir mit Ihren Anwaltstricks. Bis zur Verhandlung darf sie ihr Zimmer nicht verlassen. Das heißt, sie ist noch immer im Hotel gegenüber. Ich sollte nicht versuchen, Informationen aus Ihnen herauszukitzeln, Inspektor. Das haben Sie verdammt recht, mein Lieber. Zeit, Frau May einen kleinen Besuch abzustatten. Wir werden ihr auch einen Besuch abstatten, allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, wir bewegen uns, sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen kleinen Daumen nach oben. Und in der nächsten Folge werden wir dieser zwielichtigen Zeugin mit der großen Oberweite mal einen Besuch abstatten. Wenn ihr dabei sein wollt und es nicht verpassen wollt, dann am besten auf Abonnieren klicken und das kleine Glöckchen läuten, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge da ist. Und bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.